mal schauen. Nee. Oh, ich, geil. Jetzt muss ich die aber sammeln. Ja, wir haben noch genug. Nee, ich hab nur einen. Was? Den Scheiß machst du noch die ganze Zeit. Aber das ist cool, wenn du die triffst und die dann irgendwie alles angreifen. Was war das? Eine Affe. Achso. Ja, wahrscheinlich kämpfen die auch gegen uns. Hm? Wahrscheinlich kämpfen die auch an uns an. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Voll süß. Lalalala. Ich hüpfe. Ich brauch noch einen Käfer. Warte, auf der anderen Seite nicht einer. Ja, nein, oh Gott. Oh, da ist ein Brief. Trinity gleich. Kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Oh, ist die Musik geil. Ich glaube, ich habe den Brief nur gesehen. Boah, ich brauche das Lied. Zeigt mir Ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Beacon-Training. Rock out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Es liegt an uns. Oh, warte. Nicht in den Kopf. Vielleicht den da, oder? Oder den da hinten. Ja. Diesmal kann sie nicht gewinnen. Alter. Das war lächerlich. Was ist passiert? Das war lächerlich. Nicht in den Kopf. Dieser Sache. Wieso? Ja, sonst sterben die doch einfach. Welche? Ich, ich will nicht. Ach so. Ah, bist du ein Doppel. Ja, weiß ich. Du musst unbedingt noch schauen, wie das geht. Ja, weil sie wissen, wo ich bin, ne? Ja, aber du musst vor allen Dingen nachschauen, wie das funktioniert. Ich dachte einfach drauf zielen und dann wird er markiert, aber der wurde nicht markiert. Ja, aber schau doch einfach kurz nach. Kein Problem. Ja, aber das steht nicht im... Nein, du musst bei den Dingern schauen, bei den Erweiterungen, Dingsdebums, die... Nein, den Fähigkeiten. Ja, aber hier ist kein Ding. Kann ich das so irgendwo... Du kannst nicht so deine Fähigkeiten anschauen? Was soll deine Fähigkeiten anschauen? Ja. Weil du musst... Da steht es ja, wie es geht. Puh, ich will nur wissen, was das ist. Na. Zoomen und mit Q. Zwei separate. Ah, okay. Zoomen und mit Q. Ich finde es ein bisschen doof, dass der das nicht automatisch macht, wenn man die Fähigkeit hat. Ja, das war beim anderen nämlich. Ich würde jetzt den da vorne nehmen. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Aber nicht, wenn sie auf den Kopf kommen. Okay. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja, geil. Ja. Der war jetzt nicht an. Ah, der war mir bestimmt. Der anderen kannst du während das nicht erkennen. Scheiße!
Alarm! Ihr dürft jetzt kommen. Ah ja, jetzt habt ihr dich nicht gehört, oder wie? Ja. Na gut. Sie haben keine Chance. Mhm. Was für ein Pech für mich. Dann, 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 dann. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir sein Signal. Turbo? Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? Wo sind die? Ich weiß es nicht. Das, da ist einer. Oh, die Musik ist so geil. Ja, da hinten sind zwei. Wo bleibt die Verstärkung? Dann mach doch wieder deinen Kumpel. Oh, das ist so geil. Ist schon ein bisschen spiderhaft, ne? Ja, das ist richtig gut. Den liebe ich hier. Scheiße. Das Problem ist diesmal gar nicht der Generator. Du könntest bei dem oben. Bei dem. Mach ein Jaguar-Ding. Schnell, der hat ein Wärmedings. Ist das ein Jaguar? Ich weiß es nicht. Was meinst du mit Jaguar? Ja, mach! Das ist dieses Gift-Ding. Das ist das Jaguar. Furcht des Helms. Du siehst scheiße. Geil, wenn der mit der Shotgun genommen. Ja. Jetzt kannst du die beiden da oben eigentlich doppelt killen. Der hat mich getroffen. Ah. Ja, hatte leider einen Helm. Ja. Es ist keine Schande aufzugeben. Naja. Ist doch komisch. Ja, ein bisschen. Ist hier noch jemand? Oh, den hat er erwischt und den einen Moment. Warte, da oben. Hat es gerade gehört. Oh. Nochmal ein Jaguar? Also Furcht des Jaguars heißt der. Okay, ja, nice. Ja, der war alleine, das war. Mhm. Da, da ist er. Ja. Ah, da. So. Du bist lächerlich. Lächerlich, ich breche mich weg. Boah, die Musik. Ja, ich muss dieses Lied finden, ey. Das ist so schön. Ich finde die so cool. Ist ganz cool, wenn man cool drückt, dann. Ist das automatisch im Kopfschuss. Ja. Helm? Halt, das ist auch einer mit Helm. Mhm. Mach einen Jaguar. Oder ist er alleine? Du hast doch noch einen Jaguar, ne? Ja. Ja, dann ist er. Ich schau noch kurz da drüben, ob da jemand kommt. Ja. Oh. Entschuldigen. Der war wieder weit und der. Also da oben war einer, oder? Ja, vielleicht ist er jetzt wieder. Warte. Ah, ja. Da kommt er. Hat der ein Wärmeding? Ich glaube nicht, dass er das. Nee, hat er nicht. Die sind immer rot dann. Ja. Irgendwie sah der ein bisschen aus wie Captain America. Hm? Ja, keine Ahnung.
Steve, dass du's. Du musst unten den Generator noch machen. Achso. Aber einer ist noch da, ne? Mhm. Auf der anderen Seite. Der dich mit Molotov beworfen hat, oder was auch immer das war. War auf jeden Fall ein guter Wurf. Hä, der ist doch nochmal hinter dich geflogen. Ja, also... Oh, du hast den Jaguar benutzt. Du hast den Jaguar benutzt. Ah, dammit. Nein. Wow. Ja. Wo, ach, wo egal, ist mach den Generator. Ja, der ist halt da oben irgendwo. Nein, du sollst den plündern. Plündern, plündern, plündern. Ja? Mach doch den Generator jetzt mal. Ja, wo steht der? Der steht doch da unten. Da. Ah, da. Geht's denn da unten mal an ihm vorbei? Plündern. Plündern. Yeah. Da oben ist noch ein Generator. Aber eigentlich ist hier noch ein Typ, oder? Ja. Hm. So. Plündern. Voll. Hast du genug Pfeile? Ja, 16. Mach ich mal ein paar. 24. Ja, ist voll. So, einmal Predator. Ah, wir brauchen dumme Giftdinger. Dumme Giftdinger? Ja, die sind geil. Ja. Das sieht man aus, das ist echt cool. Vor allem, wenn du so eine Menge schießen kannst, ist schon geil. Jonah? Jonah, bitte komm! Bitte! Er ist doch drauf. Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt ja, gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Soll ich dir das glauben? Mhm. Leck mich! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Hä? Sie haben doch gesehen. Ich komm und hol dich. Der Jonah ist doch raus aus dem Kanal. Nee. Hä? Was ist los mit ihr? Geh raus aus dem Kanal. Okay. Jonah, warum antwortest du nicht? Der Rogue ist geil. Leck mich. Uh-oh. Kann der nicht mehr. Ich spring mal da runter, rechts. Alter, überhaupt nicht übertrieben. Ja, habe ich schon am Anfang gesehen. What? Hat Michael Bay das gemacht? Du bist dran. Ja, es wird schon ein bisschen übertrieben, ne? Naja, okay, es ist eine höhere Raffinerie. Okay. Nein, ich meine generell die. Ich meine, schau mal, wie viele Dinger dich gerade eigentlich treffen. Ich glaube, das ist voll verschissen. Nee, ich bin einfach so gestorben. Ups. Das hat zu viel Kopf geschossen wird. Nee, ich wollte eigentlich hochspringen, aber... Ja, es... Du bist seitlich. Ja, ich habe die ganze Zeit zur Seite gedrückt, aber die will nicht. Vielleicht. Dann bist du abgesammelt. Oh, ich habe jede Seite probiert. Ich hab links, rechts, geradeaus, hoch, runter. So hoch gesprungen? Ja, denn. Mhm. Das war das, wo ich als erstes gestorben bin. Hä? Ja, da kommt Füße. Die werden über. Viel zu übertrieben. Die machen den Stormtroopern alle Ehre. Ja, das ist doch ein Ding. Oh Mann, mich nervt das eigentlich, dass mich das mittlerweile so krass nervt und so krass übertrieben ist. Ich muss nach oben. Ich liebe direkt mal gar nichts. Das ist so dieses, was ja Hollywood auch hat. Das muss immer krasser und härter und übertriebener werden.
reinspringen kann. Dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf mich zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Also es ist geil, aber... Diese Musik ist so geil. Brutal. Nee, sie macht da nichts. Ist nur Ketchup. Wir haben Waffen, Tobi! Jetzt weiß ich, warum die nichts treffen. War das ein Bug? Was? Dass die die ganze Zeit auf mich schießen und ich noch nichts machen konnte? Ist jetzt auf jeden Fall nicht Feuer! Ihr müsst zielen! Achso! Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rook. Du bist sowas von Tobi. Rook hier, ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Oh! Das klang wie Fuck! Zum Jonah geht's doch gut, chill. Ja. Basislager, hier kann es nur zu. Wer sterben würde, würde man sehen. Oh, da Feuer, Feuer, rechts, rechts! Vorsicht, hinter dir, Stoff, Jesus Christus! Ich bin dünn, nicht dumm. Yeah, ich bin dumm. Okay, ich bin nicht der einzige Dumme. Das ist doch gar kein Sinn. Wenn das nicht das Finale ist, dann weiß ich nicht, was die beim Finale machen. Ja. Achso, die Sonne neu machen. Okay. Das ist süß. Hey,
sie einfach bitte meinen Arm nehmen? Ich mache alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Nimm sie doch meinen Arm, was ist los mit dir? Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Voll gut abgelenkt. Ja, stimmt. Hey, das weiß ich nicht, Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Rumholen? Das ist genauso wie Jon Snow und Ghost. Jetzt streichel ihn doch, knuddel ihn! Geh jetzt, nicht einfach ja. weg! Verdammt, dreh dich um und knuddel einen Wolf! Was ist das für ein besser Freund? Warum haben sie? Das Herz der Schlange. Tudum. Bum-bum. Da. Lara, haben wir uns wieder zusammengerissen. Das sind Steinköpfe. Voll gut. Oh, es hieß doch in der Nähe von Steingesicht. So. Darf ich was zu trinken haben? Irgendwie? Das ist die Kirche von San Juan. Das ist seine Lady. Ach, deswegen hat er sie nicht geknuddelt. Oh. Ach, man darf Freunde nicht umarmen. Er hat eine neue. Kluck, 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 kluck. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Sorry. Ja, ganz viele Flaschen hier. Ganz viele Flaschen. Riecht nicht so von dir, Poppy. Meine Freundin Sarah ist Archäologin. Mhm. In der Nähe. Bin ich gar nicht. Sollen wir fragen, ob sie was über euer ja. Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht. Aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt. Nein, absolut nicht. Ich habe Oma geklaut. Hallo, ich bin die Sarah überreden, mitzukommen. Weiß nicht, was gestern passiert. Meistens dann, wenn es um Ruinen ging. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Ach, warte, ich repariere das. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Porno. Das Herz Alter. Ist in der Schale unweit der Steingesichter. Jeder hier kennt dich. Oh, das ist mir aber fein. Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Ach so, okay, das ist die ich Warnung. Weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Ach, deswegen hat sie ein Foto von ihr gesehen. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt. Danke. Falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Was? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke. Mach ich. Was ist das denn? Vergiss nicht, mir zu danken. Papa, du? Hallo, sie hat uns voll geholfen. Ja. Biatch. Entschuldigung. Wo müssen wir hin? Papa, wo?
Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Kannst du aufhören, die Gespräche zu unterbrechen? Die war schon fertig. Hallo, Baby. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Was hast du denn für eine furchtbare Stimme? Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Die Lara pupst ein bisschen. Was? Die Lara pupst. Ach, das ist doch ganz verständlich normal. Hallo. Entschuldigung, ich. Ja, doch, reden können wir ja. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Tja, ich mach nur die Hauptquest, sorry. Los, ja. Okay. Hallo. Jonah wartet. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Da, bitte? Da. Wieso ist die Bibliothek auf dem Friedhof? Weil man da am meisten Ruhe hat. Weil sie tot ist. Achso, eine tote Bibliothek. Wie in einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Oh, die schöne Bibliothek. Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Hä, bist du ein Jedi? Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Ich spüre die Macht. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Hat ja nicht viel geholfen. Krass, und er kann das lesen, obwohl die Rolle nicht ausgezogen sind. Ja, und eine Eklipse. Da fehlt aber was. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das ist einfach der Wind, der das so. Also genau. Ah, hier fehlt doch was, oder? Gehen wir mal nach oben. Treppe, Treppe, Treppe. Du bist eine schöne Streppe. Streppe? Streppe. Streptokokken? Ja. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Ne, wir hören jetzt auf. Es läuft gerade. Wir sollten unser Glück nicht. Oh nee, das sind nur fette Bücher. Hab einen Job gefunden. Und du das saß drauf. Nee, nur mein Fuß. Ja, dann ist ja in Ordnung. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Das ist voll der coole Schutzpatron. Hm. Der hat die ganzen Coolen abgekriegt, voll unfair. Ich stehe für Liebe und Treue, verdammt! Was ist noch übrig? Ja, nur Unwichtiges. Da, Wand. Was würdest du machen? Länger brauchen. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Das Ende aller Tage. Weißt du, wie ich dann streamen werde? Hier läuft der Chat und ich die ganze Zeit so. So, ja, Sarah, wo muss ich hin? Ich bin dann im Mod-Chat. Ja. Musst du mich nicht suchen. Okay.
Tobi, geh sofort zurück. Zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Ich will die Skizze sehen. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken zu der Mission gedacht. Nein. Zeig doch keinen blöden Brief. Ich will das Bild sehen. Vorsicht, in der Mitte gerade bestimmt der Boden weg. Nee, das ist nur eine Falltür. Nee, das sieht ganz normaler und natürlich aus. Normaler und natürlich. Ich kann nicht reden. Hm. Vorsicht, das ist ein Loch vor dir. Achso. Weißt du noch bei dem Lichträtsel, wo wir die Lichtstrahlen nicht gesehen haben? Nein. Das wäre jetzt nicht passiert. Ach, das sind die draußen. Psst. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Copy-paste. Sein Licht weist den Weg. Ein hastig verfasstes Gedicht. Hastig verfasst. Dort. Zurück. Ich habe wohl ganz woanders hingeschaut. Ein Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte de la Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Ja. Soll ich jetzt einen Schritt zurück machen? Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Na gut. Es passiert nichts. Hey! Falltür, geh! Ja. Geh mal links auf. Ja gut, dann fahren wir so unten und schön. Mhm. Die Musik ist schön. Okay, dann nicht. Das ist viel zu hastig. Oh. Du hast das Jesus-Bild kaputt gemacht. Du hättest ja wenigstens fotografieren können. Und was das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Ist es von Lopez? Voll hübsch und so. Aber voll komisch, dass das so zugemacht wird. Ja. Vielleicht um es zu schützen. Ja, aber du musst es doch nicht haben. Hey. Mach mal was. Ich habe ein Kreuz gefunden. Und da und dabei alles kaputt gemacht. Komm, lob mich. Ich hab mal wieder alles kaputt gemacht. Aber also das da ist ja in Ordnung, aber wenn da so ein schönes Fresko. Ah, das ist schön. Hm. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Jonah, die 2 Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Haben wir doch schon gefunden. Ups. Entschuldigung. Ich glaube, hier ist noch einer. Ja. Eine komplette Wandmalerei. Oh. Das tut irgendwie echt gut. Auch wenn sie schöne Sachen vorlegen. Okay, das ist wirklich sehr schön. Mhm. Oh, ist das schön. Vera Cruz. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden. Nee, also Kreuz habe ich nicht gesehen. Also. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein.
Er geht schon in die richtige Richtung. Ja, wir haben es ihnen ja vorhin gesagt. Nein, das Kreuz war da. Jonah ist echt dumm. Sie ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Ist bestimmt schwer für ihn. Ich kann es mir kaum vorstellen. Willst du noch was sagen? Können wir dir jetzt das Kreuz zeigen? Ich hab da was entdeckt. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Geil. Das ist eine coole Idee. Das ist mächtig geil. Ha, die Falltür. Oh, ist das geil. Naja. Ja, fast. Das ist wenigstens logisch. Ja, das finde ich cool. Also den muss er ja, er darf ja nicht durchpassen, sonst gehen wir ja zu zweit. Willst du sagen, er ist fett oder was? Ja. Okay. Nein, ist er nicht. Nein, die schieben es auf. Er wird trotzdem nicht mitgehen, weil wie immer getrennt werden. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Ich will ihn ja nicht die ganze Zeit an der Backe. Willst du dich nicht abseilen, anstatt auf so einen Balken, der 10.000 Millionen Jahre alt ist?